Wir haben den Beruf des hauptamtlichen Bürgermeisters gewählt, weil Weil es uns interessiert, wie der Bürgermeister seinen Tag absolviert. In diesem Beruf müsste man gut mit Menschen auskommen. auf neue Vorschläge eingehen von den Bürgern und Bürgerinnen. Auf viele Veranstaltungen sein, ein gutes soziales Umfeld haben. Dieser Beruf könnte den Nachteil haben, dass zum Beispiel das Familienleben vom Bürgermeister darunter leiden kann. Oder dass du zum Beispiel mit deinen Bürgern Stress hast, weil die dich vielleicht nicht wählen wollten und du dadurch gehatet oder andere Sachen passieren, zum Beispiel dein Haus abgefackelt oder so. Wir haben morgen die Erwartungen vom Dreh, dass wir ehrliche Antworten vom Bürgermeister bekommen. Dass unsere Fragen alle beantwortet werden können, oder zumindest, dass er es versucht, uns die Fragen zu beantworten. Also wir glauben, damit der Bürgermeister eine hohe Verantwortung hat, weil wenn er was Falsches macht für die Bürger der Stadt, dann könnte es für ihn vielleicht auch andere Folgen haben. Also Bürgermeister ist nicht unbedingt mein Traumberuf. Aber wenn ich es machen müsste, würde ich es auch machen wollen. Also mein Traumberuf wäre jetzt der Bürgermeisterin auch nicht, da ich, glaube ich, nicht mit so viel Verantwortung klarkommen würde, weil ich ja im Prinzip eine ganze Stadt unter mich hätte und ich dann über alle Probleme und so Bescheid wissen müsste und diese versuchen auch zu klären. Und das könnte ich, glaube ich, nicht. Mein Name ist Christoph Schulze. Ich bin noch 31 Jahre alt. Ja, ich bin Bürgermeister dieser Stadt seit 1. Juli 2015. Ja, ich bin in Merseburg geboren. Meine Familie stammt aus Bad Dürnberg, wohnt hier in Bad Dürnberg. Ich bin jetzt, wenn das Jahr 2018 zu Ende geht, schon die halbe Amtszeit im Amt. Also das sind dann sogar schon 3,5 Jahre. Ja, die meisten Termine finden abends statt. Sitzungen, meinetwegen Ausschusssitzungen, Stadtratssitzungen, Termine wie Fraktionssitzungen oder auch die Verbandsversammlung, Aufsichtsratssitzung. All das sind Termine, die in der Regel abends stattfinden. Tja, grundsätzlich kann jeder Bürgermeister werden, also der Rechtsanwalt, die Nettoverkäuferin, der Busfahrer, der Lehrer, all diejenigen können sich für das Bürgermeisteramt bewerben. Voraussetzung ist, am Wahltag mindestens 18 Jahre alt zu sein und nicht älter als 65 Jahre alt zu sein. Bürgermeister müssen die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Im Wesentlichen sind das soziale Kompetenzen, die man mitbringen muss. Also man muss gut mit Stress umgehen können. Ja, die Bezahlung ist geregelt in der kommunalen Besoldungsverordnung. Da findet man die Besoldungstabellen. Für die Bürgermeister richtet sich die Höhe der Besoldung nach der Größe der Gemeinde. Das heißt, die Besoldung richtet sich nach der Einwohnerzahl. Ja, ich bin Mitglied der CDU seit 2005. Ja, wenn man doch mal Freizeit hat, ich lese sehr gern. Also historisch bin ich sehr interessiert. Das habe ich mir beibehalten. Ich bin ehrenamtlicher Gästeführer für die Stadt Bad Dürnberg und übernehme Führung, sobald eben Anfragen da sind und auch die Zeit das erlaubt. Ja, es gab ja mal einen Jugendclub, der ist leider geschlossen worden. Im Bürger- und Vereinshaus gab es mal einen Jugendclub. Es gibt noch zwei Jugendvereine in Kirchferndorf und in Gottula. Es gibt ja immer wieder Initiativen, auch aus der Burlachschule heraus, einen solchen Jugendclub zu gründen. Ich kann das nur begrüßen, weil es, denke ich, doch eine Anlaufstelle für die Jugend braucht. Allerdings stellt sich die Frage nach der Räumlichkeit, nach der Finanzierung.
Und ohne die Unterstützung des Landkreises geht es an der Stelle nicht. Das heißt, auch ganz erheblich im finanziellen Maße müsste da der Landkreis helfen. Und zumindest gibt es ein Objekt, über das Gespräche geführt werden mit der AWO. Und das ist das Objekt der ehemaligen Burlachschule, das frei und leerstehende Objekt der alten Burlachschule. Mein Name ist Christine Giert. Ich wohne in Teuchern, also hier nicht in Bad Dürrenberg, arbeite seit Mai 2015 hier bei der Stadtverwaltung Bad Dürrenberg im Fachbereich Bauen und Umwelt und bin für Beiträge und Gebühren zuständig. Also eigentlich war mein Traumberuf die Chemie. Ich wollte immer eine Chemikantin werden. Aber da ich leider im Abitur keinen Chemieunterricht hatte, fiel dieser Ausbildungszweig flach und habe mich dann, weil ich also ich war im Fachgymnasium 3 Jahre und da war die Richtung Verwaltung mit inkludiert und deswegen habe ich mir gedacht, okay, das ist was Interessantes, fängst einfach eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte an. Meine Arbeitszeiten sind von früh um 7 bis 16 Uhr, von Montag bis Donnerstag. Am Dienstag haben wir lange Sprechtag, also sprich bis 18 Uhr und Freitag bis 12:15 Uhr. Mittwochs haben wir geschlossen, aber sind trotzdem da und arbeiten bis 15 Uhr. Meine Aufgaben genau sind, wenn mein Kollege im Tiefbau eine Straßenbaumaßnahme durchführt, sind diese Maßnahmen meistens investive Maßnahmen, wo wir als Kommune verpflichtet sind, Beiträge zu erheben. Sprich, die Bürger müssen an den Baumaßnahmen beteiligt werden. Also Voraussetzung wäre vom Vorteil der Realschulabschluss. In meinem Fall, ich habe das Abitur, ist aber jetzt keine Grundvoraussetzung, um diesen Job ausüben zu können. Eine allgemeine normale Ausbildung, 3 Jahre dual, sprich man arbeitet in der Verwaltung und geht gleichzeitig auf Schule. Oder man tut einen anderen Weg einschlagen und geht gleich 4 Jahre an die Hochschule nach Harz, wo man dann den gehobenen Dienst machen kann. In meiner Freizeit viel Gärtnern, Schwimmen und Fahrradfahren. Also sollte irgendwie sein, dass ich hier nicht mehr arbeiten kann, würde ich trotzdem versuchen, schon in dem Beruf zu bleiben. Halt dann halt einen anderen Betrieb, zwar jetzt vielleicht nicht als Verwaltungsfachangestellter, aber auch auf bürotechnischer Seite versuchen, trotzdem weiterhin diesen Beruf auszuüben. Also unser Drehtag war sehr schön. Es gab viel Interessantes. Man hat zum Beispiel jetzt gelernt, wie man jetzt zum Beispiel Videos schneidet. Und es war sehr lehrreich. Ja, also ich habe jetzt sehr viel Neues über die Verwaltungsfachangestellte gelernt, was ich jetzt auch zum Beispiel auch nicht wusste. Also ich finde, es gab jetzt nicht wirklich negative Sachen. Und positiv fand ich, dass sie sich jetzt auch bereit erklärt haben, sich filmen zu lassen. Für mich war positiv, dass man doch sehr gut verdient und dass die Tätigkeiten auch abwechslungsreich sind. Ich denke schon, dass es ein spannender Beruf ist.